Institut für angewandte Psychophysik wurde die keine Ahnung haben Forschungsarbeiter geschaffen, die den Zustand des biologischen Objekts anhand der Erinnerung der Wellencharakteristika der Gräben des Organismus einzelner Zellen Chromosomen zu beobachten erlaubt. Systeme der nicht-linearen Analyse, NLS, sind fortgeschrittenste Informationstechnologien, die dort seit Anfang des Jahrhunderts zu erstaunlichen und perfektesten Errungenschaften der gegenwärtigen Medizin gezählt werden, die sich auf der spektralen Analyse der Wirbelmagnetfelder der biologischen Organismen stützen. Die diagnostische Apparatur ist einzigartig und hat keine Analoge in der Welt. Die im Institut für angewandte Psychophysik durchgeführten zahlreichen Experimente bestätigen eine enge Wechselbeziehung zwischen den Wirbelmagnetfeldern und den biologischen Systemen, wobei die Felder in den biologischen Systemen als Art und Weise der Außer- und Innenzellen Wechselbeziehungen benutzt werden. Die vom Institut durchgeführten Untersuchungen der energetischen Felder um Pflanzen und Tiere herum führten zur Schlussfolgerung, dass es um die biologischen Systeme herum äußerst schwaches, niederfrequentes Wirbelmagnetfeld existiert. Vom Versuch getragen, die Welt der energetischen Felder der lebenden Organismen zu verstehen, näherten wir uns zum Verständnis des Phänomens des Biofeldes. Davon wussten die Menschen seit unvordenklichen Zeiten, wovon aber Veda und traditionelle chinesische Medizin zeugen. Grundsätze der Theorie der Entropologik erlauben zu behaupten, dass kaum es zu pathologischen Prozessen können in den biologischen Systemen labile mit stabilen Zuständen entstehen, in denen sich die Wahrscheinlichkeit der Zerstörung des Systems wesentlich erhöht. Das Platon, auf dessen Grundlage das Untersuchungssystem realisiert wurde, fungiert aufgrund des Prinzips der Verstärkung des initiierenden Signals und Zerfall der mehr stabilen Systeme. Vom physischen Standpunkt aus stellt der Metaton ein System von elektronischen Oszillatoren dar, die auf der Wellenlänge der elektromagnetischen Ausstrahlung resonieren, deren Energie der Zerstörungsenergie der dominierenden Verbindungen adäquat ist, die Strukturorganisation des untersuchenden Organismus erhalten. Der Institut für die angewandte Psychophysik ausgearbeitete Hardware- und Softwarekomplex erlaubt, eine vorgegebene bioelektrische Aktivität der Gehirnneuronen zu bilden, auf deren Hintergrund die Fähigkeit zum Ausdruck kommt, die auf dem Hintergrund der statistischen Fluktuationen schwach wahrnehmbare Signale selektiv zu verstärken und die in ihnen erhaltene Information herauszuholen und zu entschlüsseln. Der Apparat Metatron eilt auf eine bestimmte Art und Weise dieser Ausstrahlungen nach ihrem Entstehungsort, um sie danach zu entschlüsseln und auf dem Bildschirm des Computers zu fixieren. Computermodelle zeigen den Ärzten dreidimensionales Bild der ihren Organe in jeder gewünschten Einstellung. Die auf das Bild aufgelegten Farbzeichen gestatten dem Arzt, die Stelle des pathologischen Prozesses auf dem Organmodell zu bestimmen. Durch die Gegenüberstellung der Farbenblätter der Zeichen und ihrer Anordnung auf dem Computermodell des Organs sowie durch die Analyse der Dynamik ihrer Veränderung im Laufe der Zeit kann man den Verlauf der Zerstörungsprozesse der biologischen Strukturen und den Gesundheitszustand zu prognostizieren. Um die Zone der Pathologie zu verstehen, untersucht der Arzt einzelne sich stetig im Maßstab verkleinernde auf dem Bildschirm des Computers gezeigte Organmodelle, bis es zur möglichst genauen Lokalisierung des pathologischen Herdes kommt. Sogar in den wenigen Fällen, wo die klinische Symptomatik zu typisch ist, gibt die Methode der NLS-Diagnose zusätzliche Informationen über die Größe des Schadens und lässt die Prognose aufstellen. In den überwiegenden Mehrheit der Fälle hat diese Prognose eine prinzipielle Bedeutung beim Diagnostizieren und für das richtige Handverfahren. Im Jahre 2000 feierte die Entropie-Logik-Theorie von Slaslav Netterow und Theodor van Hoogen, die zugrunde der Methode liegt, ihren 20. Geburtstag. Also ist die nichtlineare Diagnose die jüngste unter allen Methoden der Gerätediagnose. Aber diese Erfindung hat große Bedeutung für die Diagnosemedizin. Als ein Entwickler des Gerätes zur NLS-Diagnose Metatron gilt Vitasov Nistov, der 1988 einen Trägersensor entwickelte und damit die Idee des Geräts vorschlug. Sofort begann die aktive Arbeit. Die Systeme für nichtlineare Diagnose wurden hergestellt und vervollkommnet. In der Zeitperiode von 1990 bis 1995 wurden die klinischen Proben der ersten Geräte durchgeführt. Ende der 90er Jahre wurde durch den schnellen Anstieg der kommerziellen Herstellung der Geräte und durch den heftigen Sprung der Qualität der erhaltenen Ergebnisse gekennzeichnet. Die Methode der nichtlinearen Diagnose ist immer noch in der Vorführung. Methodiken werden so schnell vervollkommnet, dass die Maschinen alle 6 Monate erneuert werden. Dank der Einführung der neuen Geräte mit den digitalen Trägersensoren wurde die NLS-Diagnose nicht nur schneller, sie bekam ein anderes Qualitätsniveau. Es ist klar, dass die dynamischen Methodiken, solche wie dreidimensionale Sichtbarmachung der Forschungsergebnisse, werden bald zur Alltagspraxis. Als Beispiel der schnellen Einführung kann man die Methodik des vegetativen Testens dienen. Im Institut für angewandte Psychophysik wird die Suche nach neuen Untersuchungsmethoden aufgrund der nichtlinearen Diagnose fortgesetzt.
Die Ergebnisse dieser Arbeit sind vielversprechend. Die NRS-Analyse braucht im Unterschied zur Computertomographie und zur kernmagnetischen Resonanz keine Felder der hohen Intensität. Die Methode scheint für die Untersuchung des Metabolismus und auch auf das Zellniveau perspektiv zu sein. Die Entwicklung der neuen Generation von nichtlinearen Computerscanner mit Drohnen, in denen die multidimensionale virtuelle Sichtbarmachung des untersuchenden Objekts gebraucht wird, lässt die NLS-Methode bedeutend effektiver machen und sogar ihr Verwendungsgebiet erweitern. Die Besonderheit der multidimensionalen Sichtbarmachung der NLS ist das Volumenscanning. Die dabei erhaltenen Daten bieten ein einheitliches Feld, das erleichtert die Rekonstruktion der multidimensionalen virtuellen Abbildungen der anatomischen Strukturen der untersuchenden Objekte. Ein anderes perspektives Verwendungsgebiet der dreidimensionalen Rekonstruktion der Abbildungen aufgrund der mithilfe der NLS erhaltenen Daten ist die Untersuchung der Hohlorgane nach dem Prinzip der virtuellen NLS-Kopie. Dieses System wurde von der Firma Cleantech USA zusammen mit dem Institut für angewandte Psychophysik Russland für ihr schnelle multidimensionale nichtlineare Scanner Z-Serie entwickelt und Hunter auf Deutsch Jäger genannt. Das hohe Diffusionsvermögen bei der Spiralscanning und die Verwendung des Systems LAPP, das System der parallelen Prozessoren, die höchste Rechenfähigkeit und Höchstgeschwindigkeit haben, ermöglicht die Realisierung in diesem System des Prinzips der virtuellen NLS-Kopie aufgrund der multimodalen DICOM-kompatiblen Arbeitsstation VoxelTET, die das Hauptsystem für die Sichtbarmachung ist, der folgenden Datenverarbeitung mit Hilfe von Scannern der Firma Cleantech. Die Vorbereitung der NLS-Abbildungen für die visuelle Analyse geht vor sich mit Hilfe von originellen, von der Firma entwickelten Methoden für die Tissue, die nicht nur das Erhalten der multidimensionalen Abbildungen der anatomischen Strukturen, sondern auch das Aussondern der nötigen biologischen Gewebe, sogenannte zusätzliche Dimension, ermöglicht und auch gleichzeitig Knochen, Gewebe und Gefäße sichtbar macht. Zu den Besonderheiten der Abbildung der virtuellen Daten im System Hunter gehört die gleichzeitige Sichtbarmachung der Oberflächen, der Höhlenbildungen und der extramuralen Bildungen, die sich außerhalb der Lücke der untersuchenden Höhle befinden, Lymphknoten, Gefäße. Die erhaltenen Abbildungen bilden die natürliche Reihenfolge der virtuellen NLS-Bilder. Dabei bestimmen die speziellen Negationprogramme automatisch die Bewegungsbahn des virtuellen Scanners durch die Mitte der untersuchenden Höhle. Die Bewegungsbahn kann auch nach den anderen Einstellungen gewählt werden, die vom Operator angegeben werden. Das ermöglicht die Präzisierung der Teile der NLS-Abbildung und der Veränderung des Blickfelds. Das Reliefbild der Höhlenoberfläche mit der Bildung der künstlichen Schattenstellen ist auch möglich. Die gebildeten Reihenfolgen der NLS-Abbildungen sind leicht ins VHS-Videoformat mit Hilfe des Programms IP-Client transferierbar und auf solche Weise können in den konventionellen Videosystemen verwendet werden, unter anderem in der Telemedizin. Das System Hunter ist vor allem für die Diagnostik der obstruktiven Prozesse in der oberen Atemwegen, Volumenbildungen in der Speicherröhre, im Magen und in den Dickdarm, der atherosklerotischen Großgefäßläsionen, der Nebenhöhlenerkrankungen, der Harnblasenerkrankungen und der Erkrankungen der Werbekanals zugeordnet. Die bei der virtuellen NLS-Kopie erhaltenen Daten lassen die optimale Stelle für Biopsie im Voraus wählen und den Grad des Chirurgieangriffes bestimmen. Diese Methodik kann sowie selbstständig verwendet werden, als auch als Bindeglied zwischen den tomografischen, endoskopischen und NLS-Untersuchungen auftreten. Die Vervollkommnung der NLS-Methode schließt in sich nicht nur technische Neuheiten, sondern auch neue Anwendungsbereiche ein. Die einfachsten chirurgischen Manipulationen, wie zum Beispiel Biopsie, werden längst von dem Ultraschall der Fluoroskopie und Computertomographie kontrolliert. Nun kann die Biopsie von NLS kontrolliert werden. Den Forschern des Instituts gelang es zum ersten Mal, eine effektive Apparatur zu schaffen, die in der Lage ist, selbstständig, ohne Beteiligung des Menschen, sich auf die Frequenz der Steuerimpulse einzustimmen, Defekte und Pathologien der Organe und der Zellen mit Hilfe der Kombination verschiedener auf einer Matrix aufgezeichneten spezifisch modulierten Magnetschwingungen selbstständig zu finden und zu korrigieren. Die grundlegende Idee war bei der Ausarbeitung dieser Apparatur die Hypothese, dass der menschliche Organismus ein elektromagnetisches Informationsgerüst besitzt, das fähig ist, auf die äußere Ausstrahlung zu reagieren. 1950 entdeckte und entwickelte Voll in Deutschland ein System des Testens anhand der Akupunkturpunkte des Menschen. Im Unterschied zur falschen Methode der Akupunkturdiagnostik, in der energetische Potenziale der Organe und Systeme durch biologisch aktive Punkte gemessen werden, die den Zustand des Organs vermitteln, häufig mit trachtlicher Abweichung,
wird der Zustand des Organs in der vom Institut für die angewandte Psychophysik ausgearbeiteten Methode der nichtlinearen Analyse unmittelbar bewertet, und zwar durch die Resonanzverstärkung der Ausstrahlung des zu untersuchenden Organs sowie durch die kontaktlose Ablesung der Messwerte unter der Benutzung der Triggerfühler. Jedes Organ und jede Zelle haben ihre eigene, nur für